Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Heute haben wir die Verheißung aus Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eure Werke und die Liebe, die ihr in seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dient und noch dient. Die Verheißung ist hier, Gott ist nicht ungerecht. Er sieht, was du tust. Du musst es nicht vor Menschen tun. Du sollst einfach Gott dienen. Und er sieht das. Und die Verheißung ist, alles, was du tust, und das heißt sogar, wenn du ein Glas Wasser aus Liebe gibst, wird im Himmel vermerkt werden. Viele Menschen arbeiten für ihre Zukunft, für ihre Rente. Sie tun alles dafür, um eines Tages ein Rentner zu sein. Und vielleicht ein Dauercamper. Oder wie auch immer. Aber er vergisst, dass das Leben sehr kurz ist. Und er opfert sein ganzes Leben auf für diese Rente. Warum nicht lieber für die Ewigkeit, die unendlich ist und für ewig und immer? Lass uns das tun. Und dabei wissen, dass Gott alles sieht und vermerkt. Vergiss das nicht. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.